Kinderzimmer und hält ihrer Puppe die Ohren zu, während sie in ihrem Kopf nach verborgenen Orten sucht, an denen sie das Knallen von Papas Gürtel nicht hört und den Klang von Mamas Stimme, wenn sie aufschreit vor Schmerz, wenn sie fleht, er soll aufhören und schwört, dass sie ihn liebt, obwohl es offensichtlich für sie nur Hass in ihm gibt. Mama meint oft, sie hätte Lust, ihr eine reinzuhauen, sie könnte ihren Anblick nicht ertragen, denn sie hätte seine Augen. Papa streichelt sie manchmal, küsst sie und fasst sie an, ihr Leben ist ein Albtraum, aus dem sie nicht erwachen kann. In der Schule keine Freunde, ein perfektes Opferlamm, still und düster, aber sexuell provokant. Manchmal reibt sie sich unbewusst, was zieht an dem Stuhl. Mitschüler schreiben auf Facebook, sie fickt wie ne Hure im Land. Schulheim musste sie als Mutprobe blasen und das Video davon haben sie dann auf YouTube geladen. Ihr Verhalten war den Lehrern nach auffällig bis bedenklich. Auch ihr häufiges Fehlen stieß mich gerade auf Verständnis. Einmal lag sie 10 Minuten in der Ecke vom Klassenraum. Alle standen drumrum, keine Chance abzuhauen. Sie wurde bespuckt und getreten, mit Abfall angeschmissen, beschimpft und ausgelacht und einer hat sie angepisst. Da ist sie hochgefahren und hat ihm in die Hand gebissen mit aller Kraft und hat dem Typen einen halben Finger abgerissen. Darauf ging's dann zum Psychiater und danach in ein Heim. Und manchmal kam der Betreuer in der Nacht zu ihr rein, hatte seinen Spaß mit der Kleinen, sie musste fast nicht mehr weinen, saß auch nicht ein und hatte auch keine Kraft mehr zu schreien. Sie war kaum noch dabei, während sie der Bastard erniedrigte und er ging, nachdem er seinen Machttrieb befriedigte. Sie erwartete mit starrem Blick des roten Morgens und dachte, ihr Wichser killt mich nicht, ich bin schon tot geboren. Irgendwann klaute sie eine Gabel in der Kantine, wartete, bis er eines Abends wieder erschien. Hinter der Tür, als er kam, stach sie ihn damit nieder und dann 100 Mal auf ihn ein wie eine Maschine. Nahm sein Schlüssel und verließ ihren Knast und suchte dann nach dem Rotlichtbezirk dieser Stadt. Verkaufte ihre Hülle da an Freier um Freier, bis sie einen fand, der anscheinend reich wie ein Scheich war. Den filmte sie beim Sex mit ihr und erpresste ihn, nahm das Geld und ging trotzdem zu seiner Frau und verpetzte ihn. Buchte ein Ticket auf eine Insel in der Südsee ohne Flug zurück, ließ das Elend hinter sich und folgte dem Ruf des Glücks. Heute liegt sie am Meer unter Palmen und auch wenn sie Wunden davon getragen hat, wird sie schaffen und so denkt sie, ich bin jetzt zu allem fähig, bloß nicht dazu zu sterben, mich kann nix umbringen, ich kam schon tot auf diese Erde.